Komm schon, weiter. Für Martin, für Papa, nur bis zum Hafen. Okay, wir sind noch nicht am Hafen. Wir sind wieder in der schönen Außenwelt. Okay, wieder im Freien. Ich kann die Seebrise spüren und das hilft. Es hilft sehr. Es könnte, was? Als könnte ich glauben, dass eine Zukunft möglich ist. Werde ich wirklich Mutter? Werde ich eine gute Mutter? Mom, wie zur Hölle hast du das gemacht? Das Boot kann nicht weit weg sein. Okay, das Meer. Also, leider noch nicht am Hafen. Ich gehe jetzt mal hier lang. Dann könnte ein bisschen schnell sein. Ich weiß es nicht. Aber ich würde halt gerne noch mal irgendwie eine Passage haben, wo ich nicht unbedingt rumschleichen muss. Aber ich will es halt auch nicht. Naja, nicht unnötig triggern, sagen wir es mal so. Hier zum Hafen. Da ist es sicher. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch anders lang gehen sollen. Okay, hier haben wir nichts. Schön ausguck. Okay, das sieht zumindest mal hafenmäßig aus. Aber hier haben wir leider nichts weiter. Ich will was mal testen, vielleicht dürfen. Na ja. Okay, er scheint aber schwummerig zu werden. Ja. Also erstmal scheint nichts zu kommen. Okay. Das war vielleicht ein Büh zu viel. Okay. Foto, ich will was gucken. Ja, von da werden wir nämlich. Also ich, oder das ist der richtige Weg. Ich weiß es nicht, ob es jetzt da runter mal ging. Ansonsten müssen wir es nochmal zurückgehen. Hier haben wir aber noch eine Hütte, wo was sein könnte. Das sind da Schuhe. Zettelchen. Hey Dad, wenn du dich endlich entschließt, den Koffer zu benutzen, den ich dir besorgt habe, denk an die Zutaten für Moms Apfelkuchen. 629, okay, in Liebe. Okay, vielleicht können wir jetzt endlich mal noch einen Koffer öffnen. Hey Cassie, danke für die nette Nachricht, aber ich verstehe nicht, wie mir das helfen soll, meine Aktentasche zu benutzen. Und das ist, was, und ist das nicht zu viel Milch für gerade mal ein Kuchen? Dein verwirrter Dad. Ach komm, Alter. Okay, Aktentasche müssen wir auf jeden Fall finden. Fragt sich bloß wo. Wir wissen nicht, ob wir da unten was haben. Oder ob wir jetzt bloß wieder zum Schild zurückkommen. Aber es sieht erstmal aus, als ob wir hier einen Wohnwagen oder irgendwas haben. Okay, da sehe ich schon wieder einen Sack. Lass mich raten, bei der Straßenbarriere kommen wir nicht wirklich weiter. Oder? Ich werde nicht aus Versehen in eine Cutscene rein. Oh, okay, doch, wir kommen in die Stadt irgendwie. Vielleicht war es doch richtig, also lass mal. Ich wollte gerade sagen, hier hinten gucken. Können wir hier rein? Ne, schade. Ich hoffe, ich bin da nicht dran vorbeigelaufen. Also, dass wir den Aktenkoffer auf jeden Fall finden, weil jetzt haben wir auch wenigstens mal gleich die Kombination. Bei den anderen war das ja eher so, Aber wir scheinen hier leider nichts weiter zu haben. Ich hätte vielleicht auch den Sandsack mitnehmen sollen.
Das Ding ist, ich habe noch kein Viech gesehen, deswegen. Ich versuche es ein bisschen schneller. War vielleicht nicht so gut, aber wir haben wenigstens. Doch, hier kommen wir durch. Wenigstens das. Warte. Ich will es nicht übertreiben, aber ich muss oben nochmal. Wir konnten da halt einen Weg nochmal runtergehen. Und ich dachte, das wäre eigentlich der richtige. Nur solange es geht. Pass auf, und jetzt kommen wir hier gar nirgendwo hin. Oder bloß wieder zum Ausguck zurück. Das kann natürlich auch sein. Ja, wir kommen bloß zum Ausguck zurück, ne? Nein, hier ist er. Gott sei Dank, Alter. Warte. Zutaten, Wasser 629. Okay. Gut, dann hat sich das doch nochmal gelohnt, hier hochzulatschen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich den noch irgendwie finde. Sehr schön, sehr schön. Ein Mixtape, jawohl. Juhu, du hast mein Rätsel gelöst. Gut gemacht, Papa. Mama hat dir das nicht zugetraut. Aber wir haben drei Tapes, also. Ich werde trotzdem mal probieren, ein Müh schneller wieder zurückzukommen. Solange sie uns auch einigermaßen Ruhe lassen. Und dann ab in the town. Und dann vielleicht dann endlich mal irgendwie beim Hafen anzugelangen. Ah, lol. Hier hat jemand schon vorbereitet. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, durch da. Mal zurück, weil wir eh nochmal gekommen, aber ja, wenigstens etwas. Ja, wie weit kann ich das Spielchen machen mit dem? Zwar vorsichtig. Ah, okay. Ich sehe schon. Okay, ungeil. Jetzt geht das wieder los. Ich glaube aber wirklich, wir müssen da, wo er eh oben steht, zur Tanke, ne? Kann ich mir jetzt zumindest gut vorstellen. Und spätestens jetzt ist nicht mehr mit Dings. Pieselt er sich auf die andere Seite? Ach, hier können wir rein. Ich dachte so, hä, wie können wir denn hier hoch? Ich wollte gerade sagen, hatte ich so viel verbraucht hatte ich ja gar nicht. Du kommst hier nicht rein. Ich setze jetzt einfach mal darauf, dass du hier nicht reinkommst. Okay, die Taschenlampe geht halt übel schnell runter, ne? Das ist ja räudig. Da ist mir ehrlich gesagt. Das müssen wir uns nicht fünfmal angucken. Kacke.
Da ist mir dann doch die Taschenlampe doch ein wenig lieber. Wo wir Batterien brauchen. Okay, dann war der anscheinend in der Tanke drin. Keine Ahnung. Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Ich bin hier langsam unterwegs. Okay, wir wissen jetzt aber, hier befindet sich nicht großartig weiter was. Die Dose war vielleicht verheerend. Jetzt gucken. Ne, wir haben Fünfer. Alter! Willst du mich verarschen? Wie lange rollt denn die Kackdose hier rum? Muss ich da manchmal gar nicht durch? Also ich weiß nicht, ob da irgendwas dahinter steht. Hä, der Hafen? Sind wir jetzt doch beim Hafen oder was? Okay, ich kann ja mal gucken, ob wir da irgendwie einfach durchkommen. Aber das klingt halt so jedes Mal, wenn ich, ja, jetzt macht er wieder seinen Scheiß, ne? Ja. Wenn ich die Tür öffne, dass da irgendwelche Dosen oder so dahinter sind, die dann umfallen und der mich dann automatisch kriegt. Also das ist gar nicht the way to go ist. Dass man da vielleicht, ja, in Spray findet. Ja, nicht über das scheiß Laub. Ich wollte gerade sagen, ich weiß so nicht, wo er hin ist. Er soll auch bitte nicht runterspringen. Ernsthaft. Ne, er scheint oben zu sein. Hä? Ja, ich muss da rein. Weil hier ist zu. Aber... Das mit der Türe? Verstehe ich nicht. Okay, das ist der einzigste Weg. Wir waren schon richtig. Aber, also wenn ich da jetzt nochmal drauf gehe, dann muss ich an der Stelle einen Cut machen, weil dann, hä? Gucken, ob ich irgendwie einen anderen Weg oder so finde. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Viech weg ist. Es scheint erstmal so. Und da ist die dämliche Dose, glaube ich, wo ich drauf gelatscht bin. Die ich erst nicht gesehen habe, die in Ewigkeiten gekullert ist. Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee, scheint zumindest nicht. Und ich habe vorher auch nicht schneller aufgemacht, ne? Hier kommen wir vielleicht aus der Tanke wieder raus. I don't know. Weil ich will die blöde Taschenlampe gerade nicht anschmeißen. Ich weiß nicht mal, ob ich da überhaupt durchkomme. Da ist ein Fenster, wo wir wieder raus können. Da kommen wir nirgendwo lang. Warte mal, bevor wir da rausgehen.
Ja, geil. Toll. Nein, der ist auch noch voll. Okay. Gut, hier mag ich nicht weiter. Wie gesagt, mit der Taschenlampe, das. Nicht so geil. Wir müssen mal hier gucken. Okay, wir haben, glaube ich, nicht weiter. Gut, dann ab wieder raus. Da haben wir ja Licht. Aber die geht halt unglaublich schnell. Als ob da halt noch irgendwas wäre, ne? Aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Da ist noch eine Tür. Ich habe jetzt von der anderen Seite aber keine Tür gesehen. Vielleicht kommen wir da auch wieder rein. Okay, Hafen. Okay, ich muss durch die Technik laden. Das schaffe ich schon. Okay. Ich wollte bloß mal aufladen. Ne, ich wollte bloß mal aufladen, dass wenn ich sie brauche, dass wir gleich wieder was haben. Na, super. Okay, wahrscheinlich Flasche oder Sch ja, Flasche. Nein. Toll, das hat nicht gelangt. Alter, so eine Kacke. Das ist jetzt ungünstig. Oder ich muss noch eine zweite Flasche suchen. Scheiße. Aber die Technik laden haben wir wenigstens schon mal. Okay, da haben wir, glaube ich, einen Stein, ne? Oder? Ist das hier überhaupt was? Nö, natürlich nicht. Hier, da kommen wir eh nicht rein. Ah, okay, hier haben wir einen Stein. Okay, nee, Textor. Doch, doch, hier müssen wir rein. Da hätten wir noch einen Stein. Da kommen wir auch rein. Okay, ich gehe trotzdem nochmal zurück. Einfach mal, um zu gucken, ob wir dann jetzt noch was finden. Weil warum sollten wir sonst da reinkommen? Und sie hat ja extra gesagt, okay, ich muss den Technik laden, das schaffe ich. Ist aber doof, dass die blöde Glasflasche nicht gelangt hat, ne? Aber ist es hier irgendwo oben? Ich habe es jetzt nämlich nie gesehen. Okay, wir sind in der alten. Toll. Ich würde sagen, wir sind in der alten Halle. Können wir hoch und wir haben es hier staubig. Shit. Oh, warte, warte, warte. Ich hoffe, wir kommen jetzt erstmal weg vom Staub, aber ich muss trotzdem. Ich muss trotzdem. Die Taschenlampe kann ich an sich halt nicht benutzen, das ist halt. Nur vorsichtshalber.
Hat funktioniert. Bei mir hat's. Hä? Kommt das Scheißviech jetzt hier hoch oder nicht? Ich schätze mal, es ist weiter hinter uns, ne? Kacke, war genau die falsche Entscheidung, hier hochzugehen. Okay, da war's. Ich hätte einfach durch den dämlichen Tech-Laden gehen müssen. Ich weiß halt nicht, was ich hier finden soll. Okay, da geht's auch noch nach. Nein, nicht so schnell. Okay, warte. Nimm, bitte. Hä, Alter, ich. Leck mich. Okay, das war meine Schuld. Wo bist du? Nein! Ach, na toll. Nee. Ich hab mich so gut wie gar nicht bewegt, man verpiss dich. Nerviger Arsch. Nö. Hä, als ob. Ich meine, ich bewege mich ja so gut wie gar nicht. Das Problem ist halt bloß, ich muss da wahrscheinlich durch die Scheibe durch. Und dann kommt da angeschissen. Nö, nee, sehe ich nicht. Wo ist er denn jetzt? Würde mich gerade sagen, das juckt mich jetzt nicht. Ah, scheiße, ich bin hier auf Glas, ne? Okay, ganz kurz Überblick verschaffen. Wäre ich doch bloß durch den dämlichen Technikladen gegangen. Oh. Toll. Ist der jetzt hier drin? Okay, da, doch, da ist irgendwas. Jo. Ja, geil, das brauchen wir nämlich auch gleich. Ernsthaft. Na, Gasstation? Okay, muss ich erstmal irgendwo Strom anmachen? Anscheinend. Aber wofür? Junge, er kann ja auch dezent auf den Sack gehen, ne? Oder musste ich im Technikladen? Also, ich konnte ja, glaube ich, rein. Glaube ich. Habe ich jetzt hier irgendwas aufgemacht? Okay, da ist eine Treppe runter. Oder leider runter. Oh, Spiel! Ist gut jetzt.
Oder war das jetzt alles nur in Anführungsstrichen fürs Tape? Und wo komme ich hier wieder raus? War mir da doch ein bisschen zu nah. Außerdem haben wir hier noch Pillen. Problem ist halt bloß das Glas, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der direkt unter mir ist. Ich würde es ja mal vermuten. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, ob das ein anderes Abteil vom Dings ist. Wahrscheinlich ja nicht, oder? Hier vom Lagerhaus. Und der ist halt instant gleich wieder da. Ne, jetzt ist er oben. Okay. Hier durchs Wasser ist halt nicht so geil. Leck mich. Ich will einfach nur schnell weg da. Okay, da haben wir eine Tür. Ich hoffe, ich komme hier nicht gegen den Haken. Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, na super. Und alles nur deswegen. Also es war wirklich fürs Mixtape gewesen. War doch verschlossen. Aber gut, wir haben ja ein Steilchen hier. Man kann sagen. Ich hoffe, das hat gespeichert, wo wir rausgegangen sind aus der Türe. Nein, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich wieder hier oben. Oh, nee. Aber oh, das kannst du doch keinem erzählen. Ich meine, vielleicht ist es besser so. Weil Lunge ist wieder gut, wir haben wieder Dings und so, ne? Aber ich bin davon ausgegangen, dass das da verschlossen ist. So eine Kacke, ey. Okay, aber er scheint ja jetzt irgendwo anders zu sein. Oder über uns, oder keine Ahnung. Na komm. Ganz chillig. Ich meine, das ist ein großer Sack, da wird einiges drin sein. Nein, da. Mann! Da sind keine Scherben! Oh Gott, ach so, Gott sei Dank, die Dings sind weg. Wie gesperrt! Hä, ich hab doch. Alter, das kannst du mir nicht erzählen. Warte mal. Ich muss halt wieder hoch. Was ist das für eine Kacke? Warum speichert der nicht, wo ich den Schalter umgelegt habe? Hä? Dann lass hier fallen. Oh, Junge. Ich stand davor und hab den Scheiß Schalter umgelegt.
Ich meine, yo, ich kann mir jetzt noch mal hier ein paar Pillen gönnen. Das ist gut. Aber ich dachte, der hätte das gespeichert, wo ich den Strom schon angemacht hatte. Ach, Tech House Warhorse. Ah, okay. Kommt der jetzt so hoch? Also dementsprechend mussten wir ja sowieso hier hoch. Ah ne, das ist einfach bloß die Türe hinten wahrscheinlich, die ich aufgemacht habe. Das Gute ist, wir haben jetzt wenigstens schon mal einen Weg mit dem Sack, ne? Vergiss es, Junge. Ich mache ja schon nicht zu schnell. Nein. Ach, komisch. Okay, gut. Jetzt sind die Tonnen auch da. Sagen, nimm die. Okay, ja, das hatten wir schon. Aber die Tür ist halt trotzdem nicht offen. Ich dachte, das wäre dann vielleicht so eine Art Alternativweg. Aber okay. Also gefühlt war es jetzt halt wirklich nur fürs Tät, ne? Ich meine, nice to have, aber... Manchmal ist auch so... Okay, was haben wir denn hier? Warnung, im Inneren ist es extrem staubig. Ich bin da reingekommen, um ein paar Kabel anzuschließen und huste so stark, dass ich eine Kreatur aufschreckte. Ich konnte mich hinausschleichen, als sie kam, aber das war reines Glück. Wenn da jemand rein muss, wünsche ich ihm ebenso viel Glück. Na super. Und ich sehe schon, wir brauchen... Oder vielleicht brauchten wir Power in the Warehouse. Okay, gut, dann brauchen wir es vielleicht hierfür. Was? Private Haskell? Fragen Sie mich nicht wie oder warum, aber aus irgendeinem gottlosen Grund ist das Lagerhaus die einzigst verbleibende Energiequelle in diesem Block. Also, wenn Sie Licht im Baumarkt wollen, gehen Sie zum Lagerhaus. Wenn Sie die Kühlschränke im 24/7 anschalten wollen, gehen Sie zum Lagerhaus. Sie wollen in den Technikladen, aber anscheinend funktioniert das die blöden Türen ohne Strom gar nicht. Sie wissen, was zu tun ist. Ich habe ein Kabel zwischen dem Technikladen und dem Lagerhaus verlegt. Wenn der Strom wieder ausfällt, müssen Sie zum Lagerhaus gehen und um den Schalter umzulegen. Aber das sollte hoffentlich reichen. Corporal Harrison PS, Spaß beiseite. Bitte leiten Sie keinen Strom zum 24/7 um. Niemand sollte sehen, was darin passiert ist. Ich meine, im 24/7 waren wir schon, oder?